Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und natürlich auch bei Gameplay Gamers und beim NMAC. Heute geht es um das Spiel Fire Emblem Fates für den Nintendo 3DS und zwar genauer gesagt um die Limited Edition. Diese beinhaltet nämlich sowohl die Version Birthright, die Version Conquest als auch den eigentlichen Download-Content Revelations auf der Cartridge, was ich ziemlich cool finde und eigentlich auch der Hauptgrund war, warum ich die Limited Edition gekauft habe. Jedenfalls ist das Spiel von der USK ab 12 Jahren freigegeben und von der PEGI auch ab 12 Jahren. Außerdem soll das soll die Limited Edition neben den Spielen auch ein Steelbook, ein Poster und ein Artbook beinhalten. Gepublished wird das Ganze von Nintendo. Und wie man hier oben an der Packung erkennen kann, hat das Spiel auch Amiibo-Support. Hier hat man dann ein schönes Artwork von den ganzen Charakteren zu sehen, die im Spiel vorkommen. Ich kenne die leider, bis auf Corrin, eigentlich alle nicht, weshalb ich mich dazu auch gar nicht groß äußern kann. So sieht es von der linken Seite aus. Hier unten ist dann nochmal eine Angabe, was alles enthalten sein soll. Und so dann von der Seite, wobei hier dann eigentlich nur der Fire Emblem Fates Schriftzug zu sehen ist. Und auf der Rückseite wird dann nochmal ein wenig auf den Inhalt eingegangen. Und ich halte das jetzt einfach mal in die Kamera und ich hoffe einfach mal, dass man es nun, ja, lesen kann. In verschiedenen europäischen Sprachen. Gut, die Packung habe ich euch gezeigt. Die ist eigentlich recht gut verarbeitet. Ich finde es sehr schade, dass man hierzulande wieder so eine Verpackung genommen hat. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann ist es in Japan, in den USA so gewesen, dass die Packung quasi ein bisschen wie ein NES-Modul, oder nicht wie ein NES-Modul, aber so wie eine NES-Verpackung aussieht. Und das hat man hierzulande nicht gemacht, finde ich halt sehr schade. Wäre auf jeden Fall ein cooles Gimmick gewesen, also wie so eine schöne alte NES-Packung. Jedenfalls fangen wir mal an mit dem Steelbook. Das habe ich jetzt mal so in Händen. Und es ist das erste Steelbook, welches ich tatsächlich mal sehe für den 3DS. Es gab das Ganze ja, glaube ich, überhaupt schon mal nur für Pokémon Omega und Pokémon Alpha, also Omega Rubin und Alpha Saphir. So sieht das von innen aus. Ich meine, man kann das natürlich nutzen. Man kann hier, zum Glück steht an der Seite drauf, dass es Fire Emblem ist. Nur meiner Meinung nach, warum legt man ein Artbook bei, wenn das Ganze auch in einer normalen Hülle dabei ist? Eine von den beiden würde sowieso wieder in der Packung verschwinden und finde ich halt ein bisschen schwachsinnig, weshalb ich bin auch nicht ein großer Fan von Steelbooks. Das ist zwar ziemlich hochwertig, aber das bleibt dann für mich wieder in der Packung. Gut, bevor wir das Spiel aufmachen, haben wir hier noch ein Poster, würde ich sagen. Das entfalte ich doch mal, müsste dann Größe... Das wäre dann irgendwas zwischen DIN A3 und DIN A2. Es gibt, glaube ich, keine richtige Größe hierfür. Hier auf der Rückseite haben wir jedenfalls dann eine Karte von der Spielwelt, wo eben die ganze Geschichte spielen wird. Finde ich, ist auch eine nette Idee, das so zu machen. Schade finde ich jedoch, dass auf dieser Karte keine Ortsbezeichnung stehen, sondern einfach nur die verschiedenen, ja, Städte abgebildet sind. Und da denke ich mir nur... Gut, die Karte kann man sich zwar angucken, aber eben nicht lesen. Ja, und hier hat man dann eben auch schon das Artwork, welches dann auch auf der Verpackung zu sehen ist, beziehungsweise auf der Verpackung der Limited Edition. Man kann ja sowohl Vermächtnis als auch Herrschaft einzeln kaufen im Handel und nur bei der Limited Edition ist dann tatsächlich auch die dritte Version Offenbarung, die es ja nur als Download-Content gibt, beziehungsweise die noch als, oder der Download-Content, der wird auch noch erscheinen, sprich irgendwann im Juni, jetzt haben wir ja noch Mai, und ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, schon vorab alles durchzuspielen. Und ja, hier hat man dann auch ein sehr schönes Artbook drin, welches sehr schöne Illustrationen und Anime-Sequenzen abbildet aus dem Spiel. Gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Und dann auch hier, wo man mal schaut, wie die ganze Kleidung aussieht, welche Merkmale wirklich betont wurden. Finde ich sehr gut. Schade wiederum finde ich, dass hier anscheinend kein Text drin ist, sondern tatsächlich nur Artworks.
Ja, kann man so stehen lassen. Oh, das gefällt mir immer ziemlich cool, wenn solche Charaktere nebeneinander abgebildet werden. Ich habe noch mal so ein Screenshot, nicht Screenshot, aber ein Artwork zu Akiba Strip gesehen. Da hat man das so ähnlich gemacht. Super. Und ja, hier hat man dann eben noch ein paar Landschaften, einen Thronsaal, dann die Burgen, wie man die, sag ich mal, konzipiert hat. Dann ein paar Läden. Oh, hier hat man tatsächlich dann Hinweise allerdings auf Japanisch, was für mich jetzt ein bisschen überraschend kommt, weil Nintendo Deutsch oder zumindest verwestlicht eigentlich so ziemlich alles, was man sehen kann und lässt sowas Japanisches nicht stehen. Hier Taimatsu, was auch immer ein Taimatsu ist, das kann ich ja dann mal nachschauen. Und hier hat man dann auch noch mehr, immer noch Angaben zu den ganzen Waffen, allerdings auch noch auf Japanisch. Stört mich persönlich nicht. Ich habe dann was zu tun mit dem Übersetzen, wenn ich es halt nicht auf Anhieb lesen kann. Aber finde ich halt für die Leute, die jetzt, sag ich mal, kein Japanisch können, was vermutlich die absolute Mehrheit sein wird von euch, die dieses Video anschauen, für die tut es mir natürlich ein bisschen leid, dass es für diesen erhöhter oder wesentlicher Übersetzungsaufwand. Und hier, das finde ich auch ganz cool, hier hat man einfach mal ein paar Truppen oder ja, Charaktere einfach mal in ihrem ja, 16-Bit-Retro-Look abgebildet. Finde ich auch nicht schlecht. So sehen die ja dann auch im Spiel aus. Gefällt mir sehr gut. Und hier hat man dann, oh, sehr schön, Unterschriften von den ganzen Entwicklern. Das gefällt mir. Jeder hat da ja irgendwie seinen eigenen Stil. Und hier hat man dann noch ein paar schöne, ja, mal die ganzen Cover abgebildet von den ganzen Spielen, die es von 1990 an gab. Finde ich halt blöd, hier schreiben sie jetzt 1990 hin und es geht dann hier vermutlich weiter bis 2000, ja, 16 oder im Grunde 2015, wo es ja in Japan rausgekommen ist. Schade finde ich wiederum, dass man hier keine Informationen dazu geschrieben hat. Hätten sie meinen Meinung ja auch dann auf Japanisch machen können. Hier verschwenden sie etwas Potenzial, aber alles in allem ist es hier ein sehr schönes Artwork, das man sich auf jeden Fall mal in Ruhe zu Gemüte führen kann. Das war die Karte und jetzt schauen wir uns noch die Spielverpackung an. Die ist dann auch eingeschweißt, das finde ich sehr nett, weil das ist ja für so eine Limited Edition nicht eine Selbstverständlichkeit, aber das macht Nintendo eigentlich immer. Ja, so sieht es von vorne aus, so dann auch von hinten. Und da gibt es auch nochmal die Angabe mit Birthright, Conquest und Revelations, das hier, oder Revelation, dass hier alles dann tatsächlich auf einer Cartridge enthalten sein soll. Und so sieht es bis jetzt zumindest aus. Und hier. Was haben wir hier? Ich glaube, wenn man meine anderen Videos gesehen hat, ich brauche mich darüber nicht aufregen. Es sind wichtige Informationen, wie man ein 3DS bedient, weil wenn man jemand schon 5 Jahre ein 3DS hat, heißt das noch lange nicht, dass er den auch bedienen kann. Also das verstehe ich echt nicht, warum Nintendo immer die Spielanleitung wegrationalisiert und die komplett auf die Cartridge auslagert. Aber obwohl es bei Amazon im Artikeltext stand, liegt hier kein Downloadcode bei. Gut so, denn ein Downloadcode für Offenbarung fände ich dann doch ein bisschen blöd. In dem Sinne finde ich es wirklich gut, dass es tatsächlich alles auf die Cartridge geschafft hat und ich nicht irgendetwas kaufe, was ich dann nicht mehr verkaufen kann. Oder weiterverkaufen kann irgendwann. Jedenfalls, das war das Unboxing-Video von Fire Emblem Fates. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Fire Emblem Fates oder der Limited Edition habt, dürft ihr mir die sehr gerne in den Kommentaren stellen. Und ansonsten für jegliche Kritik und Anregung bin ich wie immer sehr, sehr dankbar. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!